ein Ritter zu Pferd ist so gut wie 80 bewaffnete Männer zu Fuß. Das machte sie zur militärischen Elite des Mittelalters. Ritterlichkeit, Höflichkeit und Manieren haben wir von ihnen gelernt. Gut gerüstet führten sie ihre Fehden, zogen als Vasallen für ihren Lehnsherrn in den Krieg und riskierten auf Turnieren ihr Leben für Ruhm und Ehre. Ich bin Don Antonio Fernandez Pacheco, einer der Söhne des Grafen von Trastamare bei Coimbra. Ich bin ein Ritter ohne Land und Leute. So musste ich hinaus mir meine Sporen verdienen. Denn nur meinem älteren Bruder wird einmal das ganze Erbe zufallen. Ich hätte ins Kloster gehen, Keuschheit und Besitzlosigkeit geloben und ein gottgefälliges Leben führen können. Aber das ist nicht meine Welt. Meine Seele fahre wohl. Im Jahre 1345, nach der Fleischwerdung des Herrn, verließ ich unsere Burg in Portugal, um nach Norden zu ziehen. Es war Februar, die Turniersaison hatte begonnen. Im nächsten Winter wollte ich in Königsberg sein. Der Deutsche Orden hatte zum Kreuzzug gegen die letzten Heiden Europas gerufen. Aventur und Minne erwarteten mich. Ich hoffte auf die Gnade des Allmächtigen, auf Ruhm und Ehre. Als Don Pacheco 1345 seine Grand Tour, seine große Reise antrat, standen auf Sichtweite Burgen, die Herrschaftszeichen des Adels. Eine schöner und größer als die andere. Wehrhafte Burgen waren im Mittelalter das Statussymbol des Rittertums. Aber hielten sie auch immer, was sie versprachen? Der englische Archäologe Matthew Johnson hat Dutzende Burgen auf ihre militärische Tauglichkeit untersucht. So auch Bodiam Castle in Sussex aus dem 14. Jahrhundert mit Graben und Wehrtürmen. Mit allem, was eine Ritterburg braucht, um einem Angriff standzuhalten. Aber der erste Blick täuscht. Wenn man sich die Details genauer ansieht, wird sehr schnell klar, unter militärischen Gesichtspunkten ist das kein ernstzunehmendes Bauwerk. Zum Beispiel die Zinnen hinter mir. Sie sind sehr schmal und es gibt keine Schießscharten für Pfeile. Außerdem überragt ein ausgewachsener Mann die Zinnen um Haupteslänge. Sie sind tatsächlich ein wenig zu niedrig, als dass sie ihre Aufgabe wirklich erfüllen könnten. Doch da ist noch der breite Wassergraben. Ritter in schweren Rüstungen sind schlechte Schwimmer. Aber Matthew Johnson hat herausgefunden, nur 12 Mann können ihn in einer Nacht abgraben und trockenlegen. Trotzdem hatte er Wirkung. Der eigentliche Sinn war, die Burg durch die Spiegelung größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Bodiam Castle war mehr eine symbolische als eine wehrhafte Burg. Mochte sie auch ernsthaften Angriffen nicht standhalten. Seine Standesgenossen hat der Herr von Bodiam Castle sicher beeindruckt. Und Bauern, die dem Schlachtruf folgten, lasst uns mit dem Adel teilen, mussten arm und elend weiterziehen. Wie die Burgen gebaut wurden, kann man noch heute 150 Kilometer südlich von Paris sehen. In Guadeloupe wird keine Ruine restauriert, hier entsteht eine völlig neue Burg. Eine Großbaustelle wie im Mittelalter. Weltweit ein einzigartiges Projekt. Der Architekt Florian Renucci ist der Leiter der Bauhütte. Der Plan ist, eine idealtypische Ritterburg aus dem 13. Jahrhundert zu bauen. Mit Zugbrücke, Wehrmauern und einem alles überragenden Burgfried. La période médiévale nous a laissé beaucoup de témoignages, de monuments. Aus dem Mittelalter sind viele Gebäude erhalten geblieben, Burgen, Abteien und Kathedralen. Paradoxerweise ist der Ablauf der Bauarbeiten aber kaum schriftlich dokumentiert. Und das macht Guédelon so interessant. Wir betreiben hier experimentelle Archäologie. Indem wir unsere eigene Dokumentation schaffen, schließen wir die Informationslücken über den Baubetrieb im Mittelalter. Wie baut man mit Mitteln und Methoden des 14. Jahrhunderts, als es keine Presslufthämmer und Steinsägen gab, eine ganze Burg? Vieles müssen die Arbeiter neu erlernen, manches selber herausfinden. So die Kunst, den Stein zu lesen, um ihn mit wenigen Schlägen zu spalten. Alles in Guédelon ist historisch, von der Kleidung bis zu den Transportmitteln, sei es noch so mühsam.
Heute wie damals braucht man viele Hände. Man kannte schon damals die Systembauweise mit einfach wieder zu lösenden Steckverbindungen, wie man sie heute in jedem Baumarkt bekommt. Baugerüste, die mit den Mauern zugleich in die Höhe wandern, findet man heute im modernen Hochhausbau wieder. Auch sie sind eine geniale Erfindung des Mittelalters. Im Mittelalter benutzte man kein metrisches System. Jeder Baumeister hatte seine eigene Messlatte. Auf diesem Eichmaß gibt es verschiedene Einheiten. Das ist ein Daumen. 12 Daumen sind ein Fuß. 6 Fuß sind ein sogenanntes Toars. Jemanden von oben herab toasen bedeutete, dass er mehr als 6 Fuß groß war. Was bei mir nicht der Fall ist. Ein anderes Maß war das 13-Knoten-Seil. Es ist ein mittelalterlicher Computer. Zwischen jedem Knoten ist ein Fuß Abstand. Das erlaubt es, Längen zu messen, zum Beispiel 3 Fuß. Aber ich kann auch damit rechnen. Multiplizieren, addieren, subtrahieren. Zum Beispiel 2 mal 3 ergibt 6. Auch für die Geometrie ist das 13-Knoten-Seil wichtig. Hier zum Beispiel das Dreieck des Pythagoras. Hier 3 Knoten, da 4 und da 5. Und ich bin sicher, einen rechten Winkel zu haben, den ich brauche, um daraus ein Quadrat zu konstruieren. Man kann auch das Dreieck für eine Turmspitze konstruieren. Der Glockenturm einer Kirche hat genau diese Proportion. Und hier habe ich ein Rechteck. Im Mittelalter hieß es noch langes Quadrat. So kann man alle geometrischen Formen machen. Man muss nur bis 12 zählen können. Alles andere ist nicht so wichtig. Heute wird nur 7 Stunden am Tag gearbeitet. Im Mittelalter je nach Tageslicht. 14 Stunden im Sommer, 6 Stunden im Winter. Sonntagsarbeit war kirchlich verboten. Aber die 6-Tage-Woche fanden die Arbeiter zu mühsam. Deshalb erfanden sie mit dem blauen Montag schon damals die 5-Tage-Woche. Urlaub gab es keinen, dafür bis zu 32 Feiertage im Jahr. Mit Schablonen und einfachsten Werkzeugen konnten die Steinmetze filigran arbeiten, auf den Millimeter genau. Sie waren die gefragtesten Facharbeiter der Bauhütten. In die fertigen Maßsteine meißelten sie ihre Zeichen. Sie wurden nicht nach Zeit, sondern nach Steinen bezahlt. Wer mehr schaffte, bekam mehr Geld. Trotzdem musste die Qualität stimmen. Aber natürlich gab es Unterschiede. Die Außenmauern wurden mit sauber behauenen Steinen verblendet. Innen nahm man Bruchsteine. Kein Bauherr mochte im Mittelalter lange warten. In nur 5 Jahren wurden die Mauern mit 400 Arbeitern hochgezogen. Für den Architekten Renucci und seine 50 Handwerker ist Guédelon jedoch zur Lebensaufgabe geworden. Nach etwa 30 Jahren Bauzeit, frühestens im Jahr 2023, soll die Burg fertig sein. Und so soll sie einmal aussehen. Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Palast und Festung in einem. Gewappnet gegen Krieg und Fehde. Aber im Gegensatz zu den Burgen des Mittelalters wird Guédelon von Belagerungen verschont bleiben. Außer durch Besucherscharen, die man sich in der Region erhofft. Manuel, mein treuer Knappe. Wie viele träumte er, ein neuer Lancelot und Burgherr zu werden? Selig war er darüber wohl eingeschlafen, statt Wache zu halten. Wieder einmal musste ich ihn daran erinnern, wie gefährlich seine Träumereien sind. Und wollte ihn lehren, was es heißt, mich im Stich zu lassen. Wir ritten noch durch die Cevennen, als uns zu Ohren kam, dass sich zu Pfingsten Fürsten und Ritter in Flandern zum Turnier versammeln sollten. Damit ihr euren Ruhm erhöhen möget, hieß es. Ich atmete Turnier. Es sollte mein erstes werden. Jeder Novize musste in mehreren Disziplinen antreten, um sich einen Namen unter seinesgleichen zu erkämpfen. Nicht nur Fürstenhöfe, auch der Landadel richtete Turniere aus, um sich ergötzlich und kurzweilig zu unterhalten. Ich hatte gehört, dass auch Johann, der König von Böhmen und Graf von Luxemburg, erwartet wurde. Er stand im Ruf, kein Turnier auszulassen. Doch zuerst musste auch ich Farbe bekennen. Der Herold verlangte meine Wappenrolle. Gut, ich war ein Ritter ohne Land und Leute, aber ich hatte weit mehr als die geforderten 8 Vorfahren von Adel. Das Wappenbuch von Chelre. Das Hu ist Hu des Mittelalters.
Jeder Herold in Europa musste die Wappen der europäischen Adelshäuser und ihren Rang kennen. Die prächtigen Helmziere und Farben, die Markenzeichen des Adels, wurden eigens für die Turniere eingeführt. Denn niemand wollte unter der Rüstung anonym bleiben. Das Turnier begann mit dem Melee, dem Gemenge. Gegen die Franzosen kämpfte ich auf der Seite der Flamen. Es sollte meine erste Prüfung werden. Beim Melee traten manchmal bis zu 200 Ritter gegeneinander an. Es galt, der Gegner sollte nicht getötet werden. Gefangene machen, lautete die Parole, und Lösegeld fordern. Das war nicht nur Kriegsspiel, sondern auch Manöver für den Ernstfall. Im Kampfgetümmel blieb daher manch Ritter für immer auf dem Turnierplatz liegen. Nicht wir, die Flamen, sondern die Franzosen hatten gesiegt. Sie bekamen von uns als Turnierpreis das Lösegeld. Ich hatte noch einmal Glück gehabt, aber mein Reisegeld war verloren. Der Blanne Jan, der halbblinde König von Böhmen, hatte die Franzosen geführt und uns vernichtend geschlagen. Die Ritterturniere waren die Grand Prix des Mittelalters. Aber damals war es nicht den Männern vorbehalten, sondern allein das Recht der Damen, die Treffer zuzuweisen und die Preise zu vergeben. Und wenn du am Ende siegst, wie es uns in der Vergangenheit widerfahren und wie es, so Gott will, auch dir widerfahren wird, so werden wir erfreut sein, davon zu hören, schrieb mir mein Vater. Was war nur in mich gefahren? Den Novizen. Ausgerechnet den König von Böhmen hatte ich zum Tjost, dem Lanzenstechen Mann gegen Mann, herausgefordert. Turniere sind Extremsport. Man weiß von vielen Verletzungen und Todesfällen. Welchen Risiken waren sie ausgesetzt? Ein Test soll Antwort geben. Hochmut kommt vor dem Fall. Mehr hatte er mir nicht gesagt, als ich ihn herausforderte. In der Crashtestanlage von Opel wird ein Ritterdummy verkabelt. Für jede gefährdete Körperregion gibt es einen speziellen Messpunkt. Der technische Leiter Zentgraf ist selbst gespannt, was bei dem Test unter Turnierbedingungen herauskommt. Geht alles glimpflich aus? Gibt es schwere, gar tödliche Verletzungen? Das Scharfrennen war der Höhepunkt jedes Turniers. Für einen guten Tjostierer galt, er muss sein eigenes Pferd mitbringen, es mit Zügeln und Sporen beherrschen und die Lanze in einer Position halten können. In der Crashtestanlage werden die Kontrahenten in die Ausgangsstellung gebracht. Die Dummies sind genauso gerüstet wie Ritter während des Turniers. Geschützt durch Harnisch und Helm. Klappe das Visier herunter, hebe deine Lanze und halte sie, wie du sie für den Anritt haben willst. Bemühe dich, einen Vorteil zu erringen und habe bloß keine Angst vor dem Zusammenprall. Speed-Kameras zeichnen mit 2000 Bildern pro Sekunde die Treffer auf. Sie zeigen, was dem bloßen Auge verborgen bleibt, wenn Ritter auf Leben und Tod aufeinander zureiten. Der Leiter der Fahrzeugsicherheit, Wolfgang Hahn, begutachtet das Szenario des Turnierunfalls und wertet die Daten aus. Die Belastungen, die wir hier im Brustbereich gemessen haben, liegen etwa bei 50% unserer eigenen Grenzwerte für die Frontalaufprallentwicklung. Der Test erfolgte mit 30 km pro Stunde. In Wirklichkeit sind die Ritter allerdings mit 60 km pro Stunde und damit mit der vierfachen Energie aufeinander geprallt. Entsprechend höher wären auch die Belastungen gewesen. Für den Hals war festzustellen, dass man hier tatsächlich mit einem Schleudertrauma, wie man es nennt, rechnen müsste. Die größten Belastungen traten allerdings beim Sturz vom Pferd auf. Und ich sage das ungern, weil man kann das eigentlich von der Dummy-Messung nicht ableiten. Aber hier müsste man mit einem hohen Risiko für einen Stauchungsbruch der Halswirbelsäule rechnen. Der Ritterdummy ist tot. Beim Sturz vom Pferd brach ihm der Helm, der ihn schützen sollte, das Genick. Dem heiligen Georg sei Dank. Ich hatte ein zweites Mal Glück, überlebte den Sturz. Ich war leichtsinnig gewesen. Der König hielt es für Mut. Der Blanne Jan nahm mich in sein Gefolge auf. Ich gelobte, ihm treu zu dienen, bis in den Tod.
Wir treffen uns im Winter in Königsberg beim Kreuzzug, sagte er mir. Es wird euer Schaden nicht sein. Jeder Ritter brauchte eine eigene Rüstung. Für Turnier wie Krieg. Jede kostete ein Vermögen. In Graz hat sich die größte Waffenkammer Europas erhalten. Hunderte Harnische, Helme aller Arten, tausende Waffen. Die Ausrüstung für eine ganze Armee. Das Anfertigen der Rüstungen war Kunst und Maßarbeit. Jedes der gut 150 Teile, ob Panzerhandschuhe, Beinlinge oder Brustpanzer, alles musste von Kopf bis Fuß perfekt am Körper sitzen. Der letzte Plattner, der noch die Kunst beherrscht, eine Rüstung zu treiben, ist Ewald Tanzer. Mehr Schutz, weniger Gewicht erreichte man durch neuartig gehärtete Stahlbleche. Nicht der Krieg, ausnahmsweise führte die sportliche Seite des ritterlichen Kampfes zu Innovationen. Während das Turnier in seiner Anfangszeit noch mit normalem Kriegsgerät ausgefochten wurde, was auch entsprechend schwere Verletzungen, auch tödliche Verletzungen nach sich zog, entwickeln sich in der späteren Zeit spezielle Schutzvorrichtungen. Und die Entwicklung dieser Harnische führte aber auch dazu, dass die Bewegungsfreiheit und vielfach natürlich auch das Sichtfeld des Reiters stark eingeschränkt waren. Wir sehen hier das sehr schön an diesem Helm, wo also das Sichtfeld nur mehr sehr minimal war. Man ist quasi fast blind aufeinander gestoßen. Um sich kurzfristig einen Überblick am Turnierfeld zu verschaffen, konnte man beispielsweise diese Klappe hier öffnen, um, wie wir heute noch sagen würden, ein Auge zu riskieren. Als ich zu meiner Grand Tour aufgebrochen war, hatte ich gelobt, dem Aufruf des Deutschen Ordens zum Kreuzzug gegen die Litauer zu folgen. Endlich kam der Winter. Mein neuer Herr verlangte, mich in Königsberg zu sehen. Ich sollte ihn auf der Heidenfahrt begleiten. Seit dem Jahre 1305 zogen Jahr für Jahr Fürsten und Ritter mit ihrem Gefolge gen Osten, ins Ordensland, wo heute Polen an Russland und Litauen grenzt. Monatelang waren sie unterwegs. Im Jahre 1095 hatte Papst Urban II. Die Christenheit zum ersten Mal zum Kreuzzug aufgerufen, zum Heiligen Krieg gegen die Muslime und zur Befreiung des Heiligen Landes. Allen Kreuzrittern versprach er Ablass von ihren Sünden und das ewige Leben. Ritter aus ganz Europa folgten den Aufrufen christlicher Eiferer. Antiochia fiel 1098 den Kreuzfahrern in die Hände. Ein Jahr später wurde Jerusalem erobert, die muslimische Bevölkerung auch dort massakriert. Von Blut viel Ströme fließen, indem wir unverdrießen das Volk des Irrtums spießen. Jerusalem frohlocke, sangen die Kreuzritter. Doch nach und nach wurde das Heilige Land von muslimischen Truppen zurückerobert. Die Kreuzritter mussten sich eine neue Herausforderung suchen. Der Deutsche Orden fand sie im Osten Europas. 1231 begann er mit der Eroberung Preußens und übernahm Livland. Sein Ziel? Die letzten Heiden Europas mit Feuer und Schwert zu bekehren und seinen Machtbereich zu erweitern. Seit 1309 war die Marienburg im heutigen Polen Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens. Nach dem Hradschin und dem Kreml ist sie die größte Festungsanlage der Welt, Palast, Konvent und Hauptstadt des Ordensstaates. Der Hochmeister rief Kreuzfahrer ins Land und versprach ihnen, komme es zum Krieg mit den Heiden, so wolle er nach alter Sitte jeglichen Ritter und Knecht nach Ehren und Würden belohnen. Der ursprüngliche Ordensgedanke, kranke Kreuzritter zu pflegen, spielte längst keine Rolle mehr. Im Krieg unter dem Banner des Kreuzes gegen die heidnischen Litauer ging es auch um Expansion und Landgewinn. Für seine Politik hatte der Deutsche Orden nicht nur den Segen des Papstes. Schon 1226 legitimierte Kaiser Friedrich II. Mit der Goldbulle von Rimini die Eroberungen des Ordensstaates. Heidenland galt Papst wie Kaiser schlicht als herrenloses Land. Bis zum Beginn der Treibjagd auf die Heiden vergnügte man sich in Königsberg. Die Königsberger Saison war ein fester Termin im Veranstaltungskalender der europäischen Ritterschaft. Die Zeit ist lustig und der Tag, hieß es. Man hatte mir den Artushof empfohlen. Dort sollte ich mit meinem Knappen warten auf meinen Herrn, den böhmischen König.
Erst am 12. Februar war ich eingetroffen. Andere waren schon seit Wochen da. Man trank gut und frönte der Leidenschaft des Würfelspiels. Der Graf von Holland gewann 600 Gulden, ein königliches Vermögen. Er warf es unter das Volk, hörte ich. Mit dem Segen der Kirche waren wir gekommen. Doch im Gefolge waren nicht nur Knappen. Es gereichte der Ritterschaft nicht zur Ehre, was ich sah. Mehrere hundert Edelleute waren nach Königsberg gekommen. Viele ließen ihre Wappen an die Gasthäuser malen und ihre Fahnen aus den Fenstern hängen. Johann von Blois lud fast täglich zum Bankett. Einen Tag 12 Ritter aus Flandern und Brabant, den nächsten Tag 28 aus Burgund. Dann lud er alle Ritter ein, die zu Königsberg lagen. Man vertrieb sich die Zeit mit Waffenspielen. Ab und zu musste ein Wundarzt kommen. Mein Herr kam. Ich hatte ihn erst für den nächsten Tag erwartet. Auf den Turnierplätzen galt er als ungestümer Haudegen. Doch am Hof von Paris schätzte man ihn als Schiedsrichter in Fragen der Höflichkeit. Den guten, den edlen König nannte man ihn. Auch im Dom zu Königsberg ließen die Kreuzritter ihre Wappen auf die Wände malen. Sie sind auf Zeichnungen für die Wissenschaft dokumentiert. Der Heraldiker Wim van Anroy hat sie mit dem Wappenbuch von Chelre verglichen und so herausgefunden, wer alles an den sogenannten Preußenfahrten teilnahm. Manche Ritter kamen nur einmal nach Preußen, manche öfter, viele sogar Jahr für Jahr. Prominente Namen darunter: der Herzog von Brabant, der König von Ungarn, der Markgraf von Namur. Opvallend ist, dass es fällt auf, dass die Teilnehmer an den Kreuzzügen nicht nur aus bestimmten Regionen kamen. Es waren Adlige aus ganz Europa, die nach Preußen zogen, um Rittertaten zu vollbringen, um Ruhm und Ehre zu erwerben und Ablass zu erhalten. Sie hatten sich auch an Kreuzzügen ins Heilige Land, nach Spanien und in die Türkei beteiligt. Aber nun war Preußen für sie ein festes Reiseziel. So wie es heutzutage üblich ist, sagen wir, in Frankreich Urlaub zu machen. Um nach Frankreich auf Vakanzie zu gehen. Ohne Schnee kommen weder Mann noch Pferd über das Eis, berichtete einer der Kreuzfahrer. Litauen ist an vielen Stellen sumpfig. Deshalb kann im Sommer jenes Land nicht erobert werden, sondern nur, wenn die Flüsse gefroren sind. Der Deutsche Orden nannte die Litauer ein mächtiges, überaus halsstarriges und kriegsgeübtes Volk und rief Ritter und Knechte gleichermaßen auf, dem Orden zu Hilfe zu reiten. Wenn es unter dem Banner des Kreuzes gegen die Feinde des Glaubens geht, dann gleicht jeder von ihnen einem Fürst. Über 300 Kreuzzüge veranstaltete der Deutsche Orden zwischen 1305 und 1409. Wie der Fuchs den Hasen müsse man die Heiden jagen, hieß es. Wenn man es legt auf des Krieges Wag, die Zeit war lustig und der Tag. Ritterlichkeit galt nur unter Rittern. Nicht bei der Jagd auf Heiden. Der Chronist Peter von Duisberg. Im Jahre des Herrn 1307 fiel Bruder Hildebrand mit 80 Mann in das Land der Karschauen ein, brandschatzte und plünderte und führte 70 Gefangene mit sich fort. Im Winter des Jahres 1311 ritt Gebhard von Mansfeld in das Gebiet Pograuden. Sie töteten und fingen viele Menschen und verwüsteten es vielfach durch Brennen und Plündern. Und kehrten mit reicher Beute zurück. Die Litanei ließ sich für ein ganzes Jahrhundert fortführen. Bei der Bekehrung der letzten Heiden in Europa mit Feuer und Schwert hinterließen die Kreuzritter nichts als verbrannte Erde. Mir war es noch aufgetragen, nachzusehen, ob wir Gesinde zurückgelassen hatten. Befehl war, es zu töten. Es war aber auch Pflicht, die Patenschaft für ein Heidenkind zu übernehmen, es taufen zu lassen und christlich zu erziehen. Friede und Recht sind zu Tode wund. Gewalt zieht auf der Straße. Daran denkt, ihr Ritter. Es ist euer Ding. Ihr tragt strahlende Helme, manch harten Ring, dazu die festen Schilde und ein geweihtes Schwert. Wollte Gott, auch ich wäre seines Segens wert. Die gefangenen Litauer wurden verschleppt und zwangsweise getauft. 50 Mark Kopfgeld, der Preis von 25 Ochsen, bekamen die Kreuzfahrer für einen Grafen. Sie wurden in der Marienburg festgesetzt. Man weiß das aus dem Archiv des Deutschen Ordens, das sich heute in Berlin befindet.
Die erhaltenen Rechnungsbücher und Briefe der Kreuzfahrer geben Aufschluss über den Rittertourismus, den der Deutsche Orden veranstaltete. Und über die Geschäfte, die er mit den Heiden machte. Gutsherren konnten litauische Bauern für 2 preußische Mark als Arbeitskräfte kaufen, den Wert eines Ochsen. Die Kreuzfahrer aber erhielten vom Deutschen Orden gefangene Heiden umsonst, als Prämie. So kam der europäische Adel an Sklaven, die er zu Christen wider Willen machte. Ende März im Jahre des Herrn 1346 kamen wir wohlbehalten von der Heidenfahrt zurück. Es ging ans Teilen der Beute. Alles kam auf einen Haufen. Waffen, Gold und Silber. Es war mein Schaden nicht. Auch ich bekam meinen Anteil und erhielt weit mehr, als ich erwarten durfte. Bis zum Ende des Kreuzzuges, so wie es verabredet war, hatte ich dem Blannen Jan gedient. Auch wenn es eine Ehre war, dem Rex et Miles, dem König und Ritter, wie man ihn nannte, zu dienen, ich hatte von all dem erst einmal genug. Ich wollte auch noch anderes erleben. Der Leib will gerne gegen Heiden kämpfen, allein das Herz hat eine Frau erwählt. Süße Minne, reine Minne, mach mir ein Kränzelein. Das soll tragen stolz der Mann, der Frauen wohl dienen kann. Einer hohen Frau den Hof zu machen, um ihre Gnade zu werben, sie selbstlos zu lieben, ihr stete Treue zu schwören, galt als ritterliche Tugend. Wer die Liebe der Frauen will gewinnen, muss um ihre Neigung ringen, mit viel Eigenschaften vollen Werts. Für das Liebeswerben entwickelte das Mittelalter einen eigenen Farbkurs. Das Liebesspiel mit den Farben ist in einer ungewöhnlich schönen und wertvollen Sammlung von Miniaturen aus dem 14. Jahrhundert überliefert, der weltberühmten Manessischen Handschrift. In ihr sind die ältesten Minnelieder in deutscher Sprache gesammelt. Von Waldherr von der Vogelweide, Hartmann von Aue und unbekannten Dichtern. Du bist Min, ich bin din, des sollst du gewiss sehen. Du bist mein, ich bin dein, dessen sollst du gewiss sein. Du bist verschlossen in meinem Herzen, verloren ist das Schlüssellein, du musst für immer drinnen sein. Reine Liebe, die hohe Minne galt als Ideal, aber offen wird bleiben, ob sie ihn erhörte. O weh, soll mir der nie mehr leuchten durch die Nacht, ihr schöner Leib, weißer als Schnee. O weh, wird er denn nie mehr bis zum Morgen weilen. Le Petit Livre d'Amour, das kleine Buch der Liebe. Das kostbare Geschenk eines Mannes an seine Frau. Im Hochmittelalter wurde aus Dichtung langsam Ernst. Liebe hielt Einzug in die Ehe. Der Ton wurde feiner, der Umgang zarter. Männer lernten, mit Frauen ebenbürtig umzugehen und sich höflich und ritterlich zu benehmen. Süße Minne, reine Liebe. Abschied scheint mir angebracht. Aber wird nicht auch Don Pacheco nur an das eine gedacht haben, ans Ringelstechen und an das Wässern der krausen Haare im Beet ihrer Beine? Platonisch sich verzehrende Liebe war auch für Ritter auf Dauer nur schwer durchzuhalten. Doch Don Pacheco musste weiterziehen. Sein Herr rief ihn erneut. Die Krone Frankreichs war in Gefahr. Der englische König Edward III. War im Sommer 1346 mit einer Invasionsarmee in der Normandie gelandet. Er erhob Anspruch auf den französischen Thron und bedrohte die Hauptstadt. Am 26. August stellte ihn der französische König Philipp VI. Bei Crécy. Er hat den europäischen Adel zu Hilfe gerufen. Es ist der Beginn des Hundertjährigen Krieges. Den französischen Rittern standen nur wenige englische zu Pferde gegenüber. Denn der englische König hatte seine Ritter vom hohen Ross geholt. Sie mussten leicht gerüstet zu Fuß als Lanzenträger kämpfen. Die Hauptstreitmacht aber waren Bauern mit den gefürchteten Longbows, Langbögen. Wir machen einen Test mit der Distanzwaffe. Der schlanke Bogen ist aus Eibenholz. Das Ziel in 80 Metern Entfernung. Eine High-Speed-Kamera filmt mit 3000 Bildern pro Sekunde.
Mühelos geht der Pfeil durch das Stahlblech. Die Pfeile der Langbögen durchbohren auch schwergewichtige Panzerungen. Wenn nicht gleich mit dem Tod, so war doch mit schweren Verletzungen zu rechnen. Das machte die Ritter zur leichten Beute für die anrückende Infanterie. Die Schlacht von Crécy endete mit einer verheerenden Niederlage für die französische Krone. Die englischen Bogenschützen und Lanzenträger hatten die hochgerüsteten Ritter zu Pferde niedergemacht. An diesem Tag wendete eine neue Waffe die Geschichte. Heute starb die Blüte der Ritterschaft. Doch er war der Tapferste, sagte Edward III. Über den blinden König von Böhmen. Von Gefolgsleuten geführt, hatte er sich todesmutig in den Kampf gestürzt. Die Welt ist außen schön, weiß, grün und rot, doch innen von schwarzer Farbe und finster wie der Tod. Welt, ich habe Leib und Seel tausendmal für dich gewagt. Ich habe deinen Lohn erkannt. Was du mir gibst, das nimmst du mir. Wir scheiden alle bloß von dir. Die Zeiten des ritterlichen Nahkampfes waren mit der Schlacht von Crécy 1346 vorbei. Militärisch war das Rittertum am Ende. Aber das Ideal des edlen Ritters wird in Romanen fortleben. Und als Stand wird die Ritterschaft noch lange eine tragende Rolle spielen. Im Spätherbst kehrte ich in meine Heimat Portugal zurück. Ich blieb ein Ritter ohne Land, doch ich hatte mein Kreuzzugsgelübde erfüllt, mir einen Namen gemacht und ich hatte die Welt gesehen. Fand sie im Osten Europas. 1231 begann er mit der Eroberung Preußens und übernahm Livland. Sein Ziel? Die letzten Heiden Europas mit Feuer und Schwert zu bekehren und seinen Machtbereich zu erweitern. Seit 1309 war die Marienburg im heutigen Polen Sitz des Hochmeisters des Deutschen Ordens. Nach dem Hradschin und dem Kreml ist sie die größte Festungsanlage der Welt, Palast, Konvent und Hauptstadt des Ordensstaates. Der Hochmeister rief Kreuzfahrer ins Land und versprach ihnen, komme es zum Krieg mit den Heiden, so wolle er nach alter Sitte jeglichen Ritter und Knecht nach Ehren und Würden belohnen. Der ursprüngliche Ordensgedanke, kranke Kreuzritter zu pflegen, spielte längst keine Rolle mehr. Im Krieg unter dem Banner des Kreuzes gegen die heidnischen Litauer ging es auch um Expansion und Landgewinn. Für seine Politik hatte der Deutsche Orden nicht nur den Segen des Papstes. Schon 1226 legitimierte Kaiser Friedrich II. Mit der Goldbulle von Rimini die Eroberungen des Ordensstaates. Heidenland galt Papst wie Kaiser schlicht als herrenloses Land. Bis zum Beginn der Treibjagd auf die Heiden vergnügte man sich in Königsberg. Die Königsberger Saison war ein fester Termin im Veranstaltungskalender der europäischen Ritterschaft. Die Zeit ist lustig und der Tag, hieß es. Man hatte mir den Artushof empfohlen. Dort sollte ich mit meinem Knappen warten auf meinen Herrn, den böhmischen König. Erst am 12. Februar war ich eingetroffen. Andere waren schon seit Wochen da. Man trank gut und frönte der Leidenschaft des Würfelspiels. Der Graf von Holland gewann 600 Gulden, ein königliches Vermögen. Er warf es unter das Volk, hörte ich. Mit dem Segen der Kirche waren wir gekommen. Doch im Gefolge waren nicht nur Knappen. Es gereichte der Ritterschaft nicht zur Ehre, was ich sah. Mehrere hundert Edelleute waren nach Königsberg gekommen. Viele ließen ihre Wappen an die Gasthäuser malen und ihre Fahnen aus den Fenstern hängen. Johann von Blois lud fast täglich zum Bankett. Einen Tag 12 Ritter aus Flandern und Brabant, den nächsten Tag 28 aus Burgund. Dann lud er alle Ritter ein, die zu Königsberg lagen. Man vertrieb sich die Zeit mit Waffenspielen. Ab und zu musste ein Wundarzt kommen. Mein Herr kam. Ich hatte ihn erst für den nächsten Tag erwartet. Auf den Turnierplätzen galt er als ungestümer Haudegen. Doch am Hof von Paris schätzte man ihn als Schiedsrichter in Fragen der Höflichkeit, den Guten
Den edlen König nannte man ihn. Auch im Dom zu Köthen. Das ist ein Daumen. 12 Daumen sind ein Fuß. 6 Fuß sind ein sogenanntes Toas. Jemanden von oben herab toasen bedeutete, dass er mehr als 6 Fuß groß war. Was bei mir nicht der Fall ist. Ein anderes Maß war das 13-Knoten-Seil. Es ist ein mittelalterlicher Computer. Zwischen jedem Knoten ist ein Fußabstand. Das erlaubt es, Längen zu messen, zum Beispiel 3 Fuß. Aber ich kann auch damit rechnen, multiplizieren, addieren, subtrahieren. Zum Beispiel 2 mal 3 ergibt 6. Auch für die Geometrie ist das 13-Knotenseil wichtig. Hier zum Beispiel das Dreieck des Pythagoras. Hier 3 Knoten, da 4 und da 5. Und ich bin sicher, einen rechten Winkel zu haben, den ich brauche, um daraus ein Quadrat zu konstruieren. Man kann auch das Dreieck für eine Turmspitze konstruieren. Der Glockenturm einer Kirche hat genau diese Proportion. Und hier habe ich ein Rechteck. Im Mittelalter hieß es noch langes Quadrat. So kann man alle geometrischen Formen machen. Man muss nur bis 12 zählen können. Alles andere ist nicht so wichtig. Heute wird nur 7 Stunden am Tag gearbeitet. Im Mittelalter je nach Tageslicht. 14 Stunden im Sommer, 6 Stunden im Winter. Sonntagsarbeit war kirchlich verboten. Aber die 6-Tage-Woche fanden die Arbeiter zu mühsam. Deshalb erfanden sie mit dem blauen Montag schon damals die 5-Tage-Woche. Urlaub gab es keinen, dafür bis zu 32 Feiertage im Jahr. Mit Schablonen und einfachsten Werkzeugen konnten die Steinmetze filigran arbeiten, auf den Millimeter genau. Sie waren die gefragtesten Facharbeiter der Bauhütten. In die fertigen Maßsteine meißelten sie ihre Zeichen. Sie wurden nicht nach Zeit, sondern nach Steinen bezahlt. Wer mehr schaffte, bekam mehr Geld. Trotzdem musste die Qualität stimmen. Aber natürlich gab es Unterschiede. Die Außenmauern wurden mit sauber behauenen Steinen verblendet. Innen nahm man Bruchsteine. Kein Bauherr mochte im Mittelalter lange warten. In nur 5 Jahren wurden die Mauern mit 400 Arbeitern hochgezogen. Für den Architekten Renucci und seine 50 Handwerker ist Guédelon jedoch zur Lebensaufgabe geworden. Nach etwa 30 Jahren Bauzeit, frühestens im Jahr 2023, soll die Burg fertig sein. Und so soll sie einmal aussehen. Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Palast und Festung in einem. Gewappnet gegen Krieg und Fehde. Aber im Gegensatz zu den Burgen des Mittelalters wird Guédelon von Belagerungen verschont bleiben. Außer durch Besucherscharen, die man sich in der Region erhofft. Manuel, mein treuer Knappe. Er stand dem Ruf, kein Turnier auszulassen. Doch zuerst musste auch ich Farbe bekennen. Der Herold verlangte meine Wappenrolle. Gut, ich war ein Ritter ohne Land und Leute, aber ich hatte weit mehr als die geforderten 8 Vorfahren von Adel. Das Wappenbuch von Chelre, das Hu ist Hu des Mittelalters. Jeder Herold in Europa musste die Wappen der europäischen Adelshäuser und ihren Rang kennen. Die prächtigen Helmziere und Farben, die Markenzeichen des Adels, wurden eigens für die Turniere eingeführt. Denn niemand wollte unter der Rüstung anonym bleiben. Das Turnier begann mit dem Melee, dem Gemenge. Gegen die Franzosen kämpfte ich auf der Seite der Flamen. Es sollte meine erste Prüfung werden. Beim Melee traten manchmal bis zu 200 Ritter gegeneinander an. Es galt, der Gegner sollte nicht getötet werden. Gefangene machen, lautete die Parole, und Lösegeld fordern. Das war nicht nur Kriegsspiel, sondern auch Manöver für den Ernstfall. Im Kampfgetümmel blieb daher manch Ritter für immer auf dem Turnierplatz liegen. Nicht wir, die Flamen, sondern die Franzosen hatten gesiegt. Sie bekamen von uns als Turnierpreis das Lösegeld. Ich hatte noch einmal Glück gehabt, aber mein Reisegeld war verloren. Der blanne Jan, der halbblinde König von Böhmen, hatte die Franzosen geführt und uns vernichtend geschlagen. Die Ritterturniere waren die Grand Prix des Mittelalters. Aber damals war es nicht den Männern vorbehalten, sondern allein das Recht der Damen, die Treffer zuzuweisen und die Preise zu vergeben. Und wenn du am Ende siegst, wie es uns in der Vergangenheit widerfahren und wie es, so Gott will, auch dir widerfahren wird, so werden wir erfreut sein, davon zu hören, schrieb mir mein Vater. Was war nur in mich gefahren? Den Novizen.
Ausgerechnet den König von Böhmen hatte ich zum Tjost, dem Lanzenstechen Mann gegen Mann, herausgefordert. Turniere sind Extremsport. Man weiß von vielen Verletzungen und Todesfällen. Welchen Risiken waren sie ausgesetzt? Ein Test soll Antwort geben. Hochmut kommt vor dem Fall. Mehr hatte er mir nicht gesagt, als ich ihn herausforderte. In der Crashtestanlage von Opel wird ein Ritterdummy verkabelt. Für jede gefährdete Körperregion gibt es einen speziellen Messpunkt. Der technische Leiter Zentgraf ist selbst gespannt, was bei dem Test unter Turnierbedingungen herauskommt. Geht alles glimpflich aus? Gibt es schwere, gar tödliche Verletzungen? Das Scharfrennen war der Höhepunkt jedes Turniers. Für einen guten Tjostierer galt, er muss sein eigenes Pferd mitbringen, es mit Zügeln und Sporen beherrschen und die Lanze in einer Position halten können. Eigene Rüstung. Für Turnier wie Krieg. Jede kostete ein Vermögen. In Graz hat sich die größte Waffenkammer Europas erhalten. Hunderte Harnische, Helme aller Arten, tausende Waffen. Die Ausrüstung für eine ganze Armee. Das Anfertigen der Rüstungen war Kunst und Maßarbeit. Jedes der gut 150 Teile, ob Panzerhandschuhe, Beinlinge oder Brustpanzer, alles musste von Kopf bis Fuß perfekt am Körper sitzen. Der letzte Plattner, der noch die Kunst beherrscht, eine Rüstung zu treiben, ist Ewald Tanzer. Mehr Schutz, weniger Gewicht erreichte man durch neuartig gehärtete Stahlbleche. Nicht der Krieg, ausnahmsweise führte die sportliche Seite des ritterlichen Kampfes zu Innovationen. Während das Turnier in seiner Anfangszeit noch mit normalem Kriegsgerät ausgefochten wurde, was auch entsprechend schwere Verletzungen, auch tödliche Verletzungen nach sich zog, entwickeln sich in der späteren Zeit spezielle Schutzvorrichtungen. Und die Entwicklung dieser Harnische führte aber auch dazu, dass die Bewegungsfreiheit und vielfach natürlich auch das Sichtfeld des Reiters stark eingeschränkt waren. Wir sehen hier das sehr schön an diesem Helm, wo also das Sichtfeld nur mehr sehr minimal war. Man ist quasi fast blind aufeinander gestoßen. Um sich kurzfristig einen Überblick am Turnierfeld zu verschaffen, konnte man beispielsweise diese Klappe hier öffnen, um, wie wir heute noch sagen würden, ein Auge zu riskieren. Als ich zu meiner Grand Tour aufgebrochen war, hatte ich gelobt, dem Aufruf des Deutschen Ordens zum Kreuzzug gegen die Litauer zu folgen. Endlich kam der Winter. Mein neuer Herr verlangte, mich in Königsberg zu sehen. Ich sollte ihn auf der Heidenfahrt begleiten. Seit dem Jahre 1305 zogen Jahr für Jahr Fürsten und Ritter mit ihrem Gefolge gen Osten, ins Ordensland, wo heute Polen an Russland und Litauen grenzt. Monatelang waren sie unterwegs. Im Jahre 1095 hatte Papst Urban II. Die Christenheit zum ersten Mal zum Kreuzzug aufgerufen, zum Heiligen Krieg gegen die Muslime und zur Befreiung des Heiligen Landes. Allen Kreuzrittern versprach er Ablass von ihren Sünden und das ewige Leben. Ritter aus ganz Europa folgten den Aufrufen christlicher Eiferer. Antiochia fiel 1098 den Kreuzfahrern in die Hände. Ein Jahr später wurde Jerusalem erobert, die muslimische Bevölkerung auch dort massakriert. Von Blut viel Ströme fließen, indem wir unverdrießen das Volk des Irrtums spießen. Jerusalem frohlocke, sangen die Kreuzritter. Doch nach und nach wurde das Heilige Land von muslimischen Truppen zurückerobert. Die Kreuzritter mussten sich eine neue Herausforderung suchen. Um nach Frankreich auf Vakanzie zu gehen. Ohne Schnee kommen weder Mann noch Pferd über das Eis, berichtete einer der Kreuzfahrer. Litauen ist an vielen Stellen sumpfig. Deshalb kann im Sommer jenes Land nicht erobert werden, sondern nur, wenn die Flüsse gefroren sind. Der Deutsche Orden nannte die Litauer ein mächtiges, überaus halsstarriges und kriegsgeübtes Volk. Und rief Ritter und Knechte gleichermaßen auf, dem Orden zu Hilfe zu reiten. Wenn es unter dem Banner des Kreuzes gegen die Feinde des Glaubens geht, dann gleicht jeder von ihnen einem Fürst. Über 300 Kreuzzüge veranstaltete der Deutsche Orden zwischen 1305 und 1409. Wie der Fuchs den Hasen müsse man die Heiden jagen, hieß es. Wenn man es legt auf des Krieges Wag, die Zeit war lustig und der Tag.
Ritterlichkeit galt nur unter Rittern, nicht bei der Jagd auf Heiden. Der Chronist Peter von Duisberg. Im Jahre des Herrn 1307 fiel Bruder Hildebrand mit 80 Mann in das Land der Karschauen ein, brandschatzte und plünderte und führte 70 Gefangene mit sich fort. Im Winter des Jahres 1311 ritt Gebhard von Mansfeld in das Gebiet Pograuden. Sie töteten und fingen viele Menschen und verwüsteten es vielfach durch Brennen und Plündern und kehrten mit reicher Beute zurück. Die Litanei ließ sich für ein ganzes Jahrhundert fortführen. Bei der Bekehrung der letzten Heiden in Europa mit Feuer und Schwert hinterließen die Kreuzritter nichts als verbrannte Erde. Mir war es noch aufgetragen, nachzusehen, ob wir Gesinde zurückgelassen hatten. Befehl war, es zu töten. Es war aber auch Pflicht, die Patenschaft für ein Heidenkind zu übernehmen, es taufen zu lassen und christlich zu erziehen. Friede und Recht sind zu Tode wund. Gewalt zieht auf der Straße. Daran denkt, ihr Ritter. Es ist euer Ding. Ihr tragt strahlende Helme, manch harten Ring, dazu die festen Schilde und ein geweihtes Schwert. Wollte Gott, auch ich wäre seines Segens wert. Die gefangenen Litauer wurden verschleppt und zwangsweise getauft. 50 Mark Kopfgeld, der Preis von 25 Ochsen, bekamen die Kreuzfahrer für einen Grafen. Sie wurden in der Marienburg festgesetzt. Man weiß das aus dem Archiv des Deutschen Ordens, das sich heute in Berlin befindet. Die erhaltenen Rechnungsbücher und Briefe der Kreuzfahrer geben Aufschluss über den Rittertourismus, den der Deutsche Orden veranstaltete. Und über die Geschäfte, die er mit den Heiden machte. Gutsherr Sussex aus dem 14. Jahrhundert, mit Graben und Wehrtürmen. Mit allem, was eine Ritterburg braucht, um einem Angriff standzuhalten. Aber der erste Blick täuscht. Wenn man sich die Details genauer ansieht, wird sehr schnell klar, unter militärischen Gesichtspunkten ist das kein ernstzunehmendes Bauwerk. Zum Beispiel die Zinnen hinter mir. Sie sind sehr schmal und es gibt keine Schießscharten für Pfeile. Außerdem überragt ein ausgewachsener Mann die Zinnen um Haupteslänge. Sie sind tatsächlich ein wenig zu niedrig, als dass sie ihre Aufgabe wirklich erfüllen könnten. Doch da ist noch der breite Wassergraben. Ritter in schweren Rüstungen sind schlechte Schwimmer. Aber Matthew Johnson hat herausgefunden, nur 12 Mann können ihn in einer Nacht abgraben und trockenlegen. Trotzdem hatte er Wirkung. Der eigentliche Sinn war, die Burg durch die Spiegelung größer erscheinen zu lassen, als sie tatsächlich ist. Bodiam Castle war mehr eine symbolische als eine wehrhafte Burg. Mochte sie auch ernsthaften Angriffen nicht standhalten. Seine Standesgenossen hat der Herr von Bodiam Castle sicher beeindruckt. Und Bauern, die dem Schlachtruf folgten, lasst uns mit dem Adel teilen, mussten arm und elend weiterziehen. Wie die Burgen gebaut wurden, kann man noch heute 150 Kilometer südlich von Paris sehen. In Guadeloupe wird keine Ruine restauriert, hier entsteht eine völlig neue Burg. Eine Großbaustelle wie im Mittelalter. Weltweit ein einzigartiges Projekt. Der Architekt Florian Renucci ist der Leiter der Bauhütte. Der Plan ist, eine idealtypische Ritterburg aus dem 13. Jahrhundert zu bauen. Mit Zugbrücke, Wehrmauern und einem alles überragenden Burgfried. La période médiévale nous a laissé beaucoup de témoignages de monuments. Aus dem Mittelalter sind viele Gebäude erhalten geblieben. Burgen, Abteien und Kathedralen. Paradoxerweise ist der Ablauf der Bauarbeiten aber kaum schriftlich dokumentiert. Und das macht Guédelon so interessant. Wir betreiben hier experimentelle Archäologie. Indem wir unsere eigene Dokumentation schaffen, schließen wir die Informationslücken über den Baubetrieb im Mittelalter. Wie baut man mit Mitteln und Methoden des 14. Jahrhunderts, als es keine Presslufthämmer und Steinsägen gab, eine ganze Burg? Vieles müssen die Arbeiter neu erlernen, manches selber herausfinden. So die Kunst, den Stein zu lesen, um ihn mit wenigen Schlägen zu spalten. Alles in Guédelon ist historisch, von der Kleidung bis zu den Transportmitteln, sei es noch so mühsam. Heute wie damals braucht man viele Hände.
Man kannte schon damals die Systembauweise mit einfach wieder zu lösenden Steckverbindungen, wie man sie heute in... Mehr bis zum Morgen weilen. Le Petit Livre d'Amour, das kleine Buch der Liebe. Das kostbare Geschenk eines Mannes an seine Frau. Im Hochmittelalter wurde aus Dichtung langsam ernst. Liebe hielt Einzug in die Ehe. Der Ton wurde feiner, der Umgang zarter. Männer lernten, mit Frauen ebenbürtig umzugehen und sich höflich und ritterlich zu benehmen. Süße Minne, reine Liebe. Abschied scheint mir angebracht. Aber wird nicht auch Don Pacheco nur an das eine gedacht haben, ans Ringelstechen und an das Wässern der krausen Haare im Beet ihrer Beine? Platonisch sich verzehrende Liebe war auch für Ritter auf Dauer nur schwer durchzuhalten. Doch Don Pacheco musste weiterziehen. Sein Herr rief ihn erneut. Die Krone Frankreichs war in Gefahr. Der englische König Edward III. War im Sommer 1346 mit einer Invasionsarmee in der Normandie gelandet. Er erhob Anspruch auf den französischen Thron und bedrohte die Hauptstadt. Am 26. August stellte ihn der französische König Philipp VI. Bei Crécy. Er hat den europäischen Adel zu Hilfe gerufen. Es ist der Beginn des Hundertjährigen Krieges. Den französischen Rittern standen nur wenige englische zu Pferde gegenüber. Denn der englische König hatte seine Ritter vom hohen Ross geholt. Sie mussten leicht gerüstet zu Fuß als Lanzenträger kämpfen. Die Hauptstreitmacht aber waren Bauern mit den gefürchteten Longbows, Langbögen. Wir machen einen Test mit der Distanzwaffe. Der schlanke Bogen ist aus Eibenholz. Das Ziel in 80 Metern Entfernung. Eine High-Speed-Kamera filmt mit 3000 Bildern pro Sekunde. Mühelos geht der Pfeil durch das Stahlblech. Die Pfeile der Langbögen durchbohren auch schwergewichtige Panzerungen. Wenn nicht gleich mit dem Tod, so war doch mit schweren Verletzungen zu rechnen. Das machte die Ritter zur leichten Beute für die anrückende Infanterie. Die Schlacht von Crécy endete mit einer verheerenden Niederlage für die französische Krone. Die englischen Bogenschützen und Lanzenträger hatten die hochgerüsteten Ritter zu Pferde niedergemacht. An diesem Tag wendete eine neue Waffe die Geschichte. Heute starb die Blüte der Ritterschaft, doch er war der Tapferste, sagte Edward III. Über den blinden König von Böhmen. Von Gefolgsleuten geführt, hatte er sich todesmutig in den Kampf gestürzt. Die Welt ist außen schön, weiß, grün und rot.